Ich wünsche all meinen Zuschauern und ganz besonders meinen treuen Fans schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Lasst es euch gut gehen und ich finde es ganz toll, vor allem bei den älteren Fans von mir, dass ihr mich immer noch weiterhin verfolgt. Das macht mich ganz stolz und glücklich und spornt mich auch immer wieder dazu an, weitere Vlogs bzw. Videos für euch oder dich zu drehen. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr wart nicht zu sehr im Weihnachtsstress. Ich hätte Weihnachten um ein Haar vergessen. Ja, da Gaia und ich nicht mehr Weihnachten feiern, habe ich gestern Abend, als ich in der Stadt war, durch Zufall gesehen, dass wir schon den 22. Dezember haben. Und habe mir gedacht, oh, okay, in 2 Tagen ist schon Weihnachten. Dann wird es aber Zeit für ein spezielles Weihnachtsvideo. Ja, gerade noch mal die Kurve bekommen. Ja, wir verbringen die Weihnachtstage wie alle anderen Tage auch an Heiligabend und auch an den Feiertagen werden wir höchstens vielleicht ein bisschen mehr meditieren und ein bisschen mehr unser Sein genießen und noch mehr im Moment leben als sonst. Ja, das wird, denke ich, der einzige Unterschied sein. Und ach ja, genau. Dann danke ich dir, lieber Punkt, 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 für dein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Ein weiteres Mal hast du uns eine Freude gemacht, kam gerade rechtzeitig noch. Ja, und ich werde heute noch ein bisschen was einkaufen. Und wir werden natürlich auch ein bisschen schlemmen jetzt in den nächsten Tagen, allerdings gesund und vegan. Ja, ich will jetzt auch oder ich möchte jetzt auch wieder mehr zur veganen Ernährung zurück. Ne? Oder zur rein pflanzlichen, sagen wir mal so. Ja, dann genießt die Weihnachtszeit und die Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten und schenkt euch vor allem Liebe und Beisammensein, Aufmerksamkeit und Zeit. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. So halten wir das auch. Dann sende ich euch ganz liebe Grüße aus meiner neuen Höhle hier oberhalb von Santiago und sag mal bis zum nächsten Video.